Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der FIFA 18 Torwartkarriere. Wir spielen hier gegen den Chemnitzer FC. Haben so eine mittelmäßige Steigung, also wir sind nicht schlecht momentan, aber auch nicht hundertprozentig perfekt. Wir spielen im Schnee anscheinend. Das ist auch interessant. Ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Let's try it out. So, den haben wir. Das war jetzt keine Monsteraufgabe. Aber auch so eine Kleinigkeit kann wichtig und entscheidend sein. Direkter Konter, vielleicht wird's ja was in der Mitte. Leider der Kopfball nicht gut gelungen. Und vorne das 0-1 von Baumann oder wer das ist. Ich kann die Spieler noch nicht ganz genau unterscheiden. Aber ja, es ist Baumann. 1-0 in der 13. Spielminute. Bam. So ist das geil. Nächster Ball. Der nicht sehr schwer zu halten ist. Aber eventuell wichtig. Und 2-0. Ganz stark gemacht hier von der Mannschaft, von der Offensive. Hier sich schön durchgesetzt, dann in die Mitte gepasst. Und der Mann aus dem Hinterfeld macht dann das 2-0. Nice one. 2-0 zur Halbzeit. Läuft doch ganz gut. Es gibt Pfiffe. Da wir ja in Chemnitz spielen, aber es läuft gar nicht schlecht für uns. Also 2-0, ein bisschen was gehalten. 2-3 Bälle. Passt, kann man machen. Und 3-0. Hier wird richtig aufgedreht. Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber ich habe versucht, einen Jubel zu machen. Hier wird richtig aufgedreht. Ball erobert. Zwei Pässe. Ein Schuss. Ein Tor. So gefällt mir das. Das war abseits. Verteidiger hat zwar gut geklärt, aber die Nummer 6 hier stand deutlich im Abseits. Ich passe den einfach raus. Ach schon. Der Ding, der Schuss, wäre drin gewesen. Da war ich weit entfernt. Die obere Ecke gar nicht gedeckt gehabt. Aber er geht daneben. Erneut Abstoß für uns. Und wie immer spiele ich ihn raus. Diesmal habe ich sogar 0,1 dazu bekommen. Punkte oder was auch immer das sind. Bewertung. Und vorne das 4-0. Das nicht zählt. Vorne das 4-0, das nicht zählt. Der Schiedsrichter pfeift abseits. Es gibt nochmal Ecke für den Chemnitzer FC. Hier die Szene auf der anderen Seite, hält der Keeper ganz gut. Es gibt nochmal Ecke, wie gesagt, für den Chemnitzer FC. Kommen wir sehr weit raus. Ich will hier aber die 8,0er Bewertung. Und wir haben auch gewonnen. Mit 8,0. Und 3-0. Das Ergebnis. 3 gefangene Schüsse. Kann man machen. Kein Problem.
Weiter geht's. 3 Punkte geholt. Das ist auf jeden Fall geil. Wir sind jetzt auf Platz 2. Haben zwar schon 16 Spiele gespielt, aber ja. Ich habe heute nicht so viel Zeit fürs Aufnehmen, deswegen sorry, es wird mir zwar ein bisschen was schaden, wobei er hat ein A und ein B, also es geht. Aber ich kann jetzt einfach nicht das Training selber machen, das wird jetzt zu lang dauern. Und dann lasse ich es lieber simulieren. Paraden Gegentorquote haben wir geschafft. Ohne Gegentor, wir hatten mindestens ein Spiel ohne Gegentor, haben wir auch geschafft. Und die Bewertung ist bei 7,5 momentan und da wird eine von 8,1 erwartet. Also das ist nur ein bisschen ja weit weg, also das ist nicht so ganz einfach. Jetzt haben wir das Spiel gegen Lotte, gegen Rossasbach, gegen Meppen, gegen Erfurt. Und es wird erwartet eine 9,0. Ein Spiel ohne Gegentor. Und weniger als 2,5 Tore pro Spiel kassieren. Das sollten wir hinbekommen. Mit dem ohne Gegentor, das sollten wir hoffentlich auch hinbekommen. Aber 9,0er Bewertung. Ei, das ist, ja. Sportfreunde Lotte sind auf 19. Platz. Wir sind auf Platz 3 momentan. Also, da sollten wir noch einen schönen Sieg holen können. Wir sind 4 Punkte hinter dem Platz 1. Es ist alles offen. Es ist alles offen, es ist alles möglich. Und Leute, das ist echt der Wahnsinn. Wir waren auf Platz 20, auf Platz 19. Und jetzt sind wir tatsächlich auf Platz 3 und so knapp hinter dem ersten. Das ist echt nicht schlecht. Wir hatten echt einen Fehlstart. Jetzt läuft's besser. Kürzer das Spiel. Würzburg Kickers. At home. Gegen Sportfreunde. Lotte. Den haben wir. No problem. Wir schaffen es ja nicht gegen den Vorletzten der Tabelle. Tore zu machen. Das lief gegen den Chemnitzer FC. Gerade deutlich besser. Aber naja, so ist das nun mal. Das kennt man ja schon aus anderen Spielen. Aber naja. Und 1:0 Lotte. Das ist echt, wie gesagt, das kennt man aus anderen Spielen. Das kennt man eventuell auch aus der Trainerkarriere. Das ist gegen den Tabellenletzten, Vorletzten. Manchmal schwieriger ist. Wie gegen den Tabellenzweiten, wenn man Erster ist. Das ist echt wirklich komisch manchmal. Aber es ist so. Es kam ein Pass Richtung Elfmeterpunkt. Und der Schuss voll ins Eck. Ich kann nichts mehr machen. War auch nicht darauf vorbereitet, dass der jetzt wirklich so gut kommt. 1:0. Überraschung, Überraschung. Platz 19 gewinnt gegen uns mit 1:0. Ein Ball geht an uns vorbei. Treffer für Lotte. Wir kriegen vorne gar nichts zustande. Jedes Mal der letzte Pass geht ins Nichts, wird abgefangen. Bla, bla, bla. Irgendwas war immer. Und ja. Letztendlich haben wir verkackt. Trotz alledem sind wir noch auf Platz 3 geblieben. Aalen ist jetzt mit einem Punkt hinter uns, ebenso wie Wehen. Lotte ist jetzt einen Platz nach oben gerutscht auf Platz 18. Hansa Rostock immer noch mit 2 Punkten Vorsprung zu uns. Magdeburg mit 5. Ich würde sagen, das war's von diesem Part, ich weiß gar nicht, ist es der 10. oder so, 10. Part. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, haut rein. Bis dahin, lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Und ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how, flying, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello, felt kinda good.
good wise. Feel like a tide.